Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum aktuellen Neu-1-Journal. Tja, der letzte Monat dieses Jahres hat begonnen und auch die Adventsmarktzeit ist in vollem Gange. Doch Ende November wurde bei monatstypischem nasskaltem Wetter in Neubrandenburg der Weihnachtsmarkt eröffnet. 16 Schläge auf der Weberglocke brauchte es in diesem Jahr und dann stand die Weber-Tanne das erste Mal in voller Lichterpracht. Damit war auch der Weihnachtsmarkt der Viertorestadt eröffnet, der ja seit 16 Jahren einen ganz eigenen Namen trägt. Der Weberglockenmarkt. Bewusst etwas Besonderes. Erstmal die Geschichte des Webers, also dass er Sehnsucht nach seiner Heimatstadt Neubrandenburg hatte und durch das Glockengeläut die Heimatstadt wieder gefunden hat, ist ja etwas Besonderes. Und ich denke, mit diesem besonderen Namen zeigen wir auch, dass der Markt etwas anders ist als die anderen Weihnachtsmärkte, die man im Land kennt. Noch bis zum 22. Dezember wartet der Weberglockenmarkt mit Schlemmermeile, Kunsthandwerk, Schaustellern und jeder Menge Programm auf seine Besucher. Hoffentlich weitgehend ohne Regen, dann doch besser mit Schnee. Aktuelle Wetteraussichten gibt's wie immer am Ende der Sendung. Jetzt gibt's die Vorschau. In 10 Jahren hat er sich zu einer etablierten Größe im Torgelower Vereinsleben entwickelt und er sorgt für vielseitiges Kunst- und Kulturangebot, auch im ländlichen Raum. Der Kunstverein Torgelow feiert Jubiläum. Und das Tierheim Alten Treptow sucht liebevolle neue Besitzer für heimatlose Vierbeiner. Wir stellen Ihnen einige dringende Fälle vor. Liebe Zuschauer, es kann gar nicht schaden, manch einer negativen Prognose mit trotzigem Optimismus zu begegnen. So entwickelt sich Neubrandenburgs Einwohnerzahl gerade recht ungeplant positiv. Und es stand mit einem kleinen Neu-Neubrandenburger eine große runde Zahl im Raum. Das ist er also, der 65.000. Neubrandenburger. Fabian Brian Fink. Geboren am 22. September 2017. Mutter Caroline und Vater Ronny haben schon für 3 weitere Neubrandenburger gesorgt. Dass Nachwuchs Nummer 4 nun eine besondere Zahl besetzt, erfuhren die Eltern von der Stadt über Facebook. Ich habe einfach abends mal meine Nachrichten gelesen und dann ja, kam das in der. Erst habe ich gedacht, das wäre eine Verarschung, aber dann habe ich mich drauf gemeldet und dann, ja. Dann kam auf einmal der Anruf und war gut, toll. Plüschtiere, gesponsert vom Kaufhof und ein besonderer Fanclub Babystrampler für den 2 Monate alten Säugling. Vor der Wende noch mit mehr als 90.000 Menschen bevölkert, ging die Einwohnerzahl Neubrandenburgs jahrzehntelang stetig zurück. 2011 zählte die Stadt zuletzt 65.000 Einwohner und ein paar zerquetschte. Dank steigender Geburtenrate und Zuzug aus dem Umland glänzt die Einwohnerentwicklung seit 2014 entgegen ursprünglicher Prognosen wieder mit positiven Zahlen. Aktueller Stand am Tag der Babyehrung 65.167. Ein Trend, auf dem man bauen kann? Momentan ja. Also wir rechnen damit, dass in den nächsten 5, 6 Jahren die Einwohnerzahl weiter steigen wird. Alles danach ist das sprichwörtliche Kaffeesatzlesen. Also es gibt Prognosen, aber ich erwähnte es schon, die Prognosen sehen uns eigentlich Stand heute schon bei unter 60.000 Einwohnern. Also wir rechnen, dass die Einwohnerzahl weiter steigt und müssen dementsprechend natürlich auch planen. Besondere Ehre für Eltern und Kind? Sie durften Unterschriften und Fingerabdruck in Seiten setzen, die sonst Diplomaten, Olympiasiegern oder der Bundeskanzlerin vorbehalten sind. Ins Gästebuch der Stadt. Gleich nehmen wir Sie mit nach Südvorpommern, nach Torgelow. Dort beweist ein Verein seit 10 Jahren, dass auch in der vermeintlichen Provinz einiges zu bewegen ist. Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Die Wäschen 3 und 4 kosten für Frauen nur 7,50 € statt 9,50 €. Renninger, alles für Ihr Auto. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit.
Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Liebe Zuschauer, fast genau vor einem Jahr sind wir einer Einladung nach Torgelow gefolgt. Eine Ausstellung mit Werken von Falco Behrendt wurde eröffnet. Der Künstler ist regional und überregional ein Begriff und wuchs in Torgelow auf. In diesem Jahr gab es nun erneut Grund, den Kunstverein Torgelow in den Fokus eines Beitrages zu rücken. Großer Bahnhof in Torgelow. Der hiesige Kunstverein kann sich regelmäßig über ein volles Haus freuen. Am 21. November sollte es jedoch noch ein bisschen voller werden. Es galt einmal nicht, eine Ausstellung zu eröffnen und Einblicke in Arbeit und Leben einer Künstlerin oder eines Künstlers zu gewähren. An diesem Abend füllte sich die altehrwürdige Villa des Torgelower Kunstvereins selbst wegen. Glatte 10 Jahre sind seit der Gründung vergangen. Ein Moment, um innezuhalten, zurückzuschauen, nach vorn zu blicken. Ein Grund, Geschafftes zu würdigen und gemeinsam zu feiern. Du bist noch nicht erwachsen, aber ein kleines Kind bist du auch nicht mehr. Zog die Vereinsvorsitzende Marleen Kötteritsch einen passenden Vergleich. Schon etwas blauäugig habe man vor 10 Jahren die Arbeit begonnen. Kunstpräsentation, Vereinsleben, Veranstaltungsmanagement. Der Verein musste in seine Aufgaben hineinwachsen und tat das mit Erfolg. Ja, nach 10 Jahren kann man, glaube ich, ein ganz gutes erstes Resümee ziehen. Und das Resümee ist für mich ganz, ganz eindeutig. Es ist eine immense Mehrung dessen, was Torgelow ausmacht, was Selbstbewusstsein gibt. Natürlich ist es ein gewisses, ja, sich diesem Thema zugehöriges Klientel. Es ist nicht die ganze Bevölkerung, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der sich hier herausgebildet hat und der nach 10 Jahren ja, sein wirklich gutes Leben erreicht hat und das hoffentlich auch fortsetzen wird. Der Kunstverein Torgelow will Verständnis für bildnerische Kunst wecken und fördern, will Schnittstelle sein zwischen Bürgern und Kunst. Der Verein bietet Künstlern ein Podium, nimmt sich den Themen Denkmalpflege und Stadtarchitektur an und organisiert Freizeitmalzirkel. Viel Arbeit, die den Mitgliedern großes Engagement abverlangt und manches Talent über die Kunst hinaus. Das viele Organisatorische. Es sind ja nicht nur Telefonate, es sind auch wirklich Besuche der Ausstellung, mit Künstlern in Kontakt zu kommen. Ich muss aber auch selbst auf den Menschen zugehen, um ihn aus der Reserve zu locken. Und das bedarf auch einer gewissen, na wie soll ich sagen, Art, mit den Menschen zu sprechen. Und wenn einem das gelingt, dann kommen sie auch gern her. Und vor allen Dingen sind es auch hier die Räumlichkeiten, die jedem gefallen. Räumlichkeiten in der Villa an der Uecker. Seit 2009 das stilvolle Domizil des Kunstvereins. Eine wichtige und große Aufgabe bekam der Verein sozusagen als Taufgeschenk gleich zur Gründung mit auf den Weg. Das Kopernikus-Gymnasium in Torgelow wurde 2006 aufgelöst. Die traditionsreiche Schule hatte auch einen umfangreichen zeitgenössischen Kunstfundus in Bestand. Eine Sammlung, die schon Ende der 1960er Jahre begonnen wurde. Kurze Zeit später kamen eigene Ausstellungsräume im Schulgebäude hinzu. Die Galerie im Keller wurde ein Begriff. Um die Kunstsammlung, die eng mit der Schule und mit Torgelow verknüpft ist, in der Stadt zu halten, ging die Sammlung nicht in das Eigentum, aber in den Besitz der Stadt Torgelow über. Dem Kunstverein Torgelow wurde die Obhut, also Pflege, Präsentation und Ergänzung der Sammlung übertragen. Diese Bilder aus dem Jahr 2008 zeigen die erste Ausstellung aus dem Fundus unter Regie des Kunstvereins, damals noch im Torgelower Ückersaal. Der erste Vorsitzende Bruno Weiler ebnete am Beginn mit seinem vereinsorganisatorischen Wissen den Weg und ist heute begeistert von der Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren.
was heute ist, ich kann es nur Lob aussprechen, was daraus geworden ist. Und Sie sehen an den Zuschauerzahlen heute, so sind die, wenn Vernissagen sind, so sind sie besucht. Das freut mich wirklich. Nicht nur laut Bruno Weiler sind Marleen Köteritsch und ihr Mann von Beginn an der kraftvolle Motor des Kunstvereins, der aber natürlich nur als ein großes Team und durch die breite Unterstützung der Stadt Torgelow richtig rund laufen kann. Das Ergebnis überzeugt bis nach Schwerin. Kulturstaatssekretär Sebastian Schröder würdigte den Stellenwert des Torgelower Kunstvereins für das kulturelle Leben der ganzen Region. Ein Beweis, dass Kunst nicht nur in großen Städten, sondern auch im ländlichen Raum zu Hause sei. Das unterstrich besonders gern auch noch einmal der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann. Das ist ja hier ein gewisses Mekka für alle Kunst- und Kulturliebhabenden im südlichen Teil Vorpommerns. Seit vielen Jahren bringen sich die Mitglieder des Torgelower Kunstvereins gemeinsam mit der Stadt hier ein, organisieren hochkarätige Ausstellungen. Das ist nicht nur wichtig für die Seele eines jeden Menschen, sondern auch wichtig für den Geist. Das hat der heutige Abend wieder gezeigt und deshalb unterstützen wir das als Landesregierung auch über den Vorpommernfonds. Konkret unterstützen 1.000 Euro die Realisierung der aktuellen Ausstellung des Kunstvereins mit Grafiken und Plastiken von Dr. Klaus Ludwinski. Diese läuft noch bis zum 31. Januar 2018 und die weiteren Planungen schauen natürlich schon längst darüber hinaus. Wir haben im kommenden Jahr wieder 6 Ausstellungen. Die erste ist am 20. Februar und die letzte endet dann Anfang November und geht dann über 18, 19 hinaus. Bilder, Lieder, Worte tragen uns an ferne Orte. Bücher und Gedichte überdauern die Zeit. Und die Menschen, die sie schreiben, dürfen hier für immer bleiben. Denn sie teilen ihre Gefühle, jede Freude, jedes Leid. Gleich meldet sich Judith Kossmann aus dem Tierheim in Altentreptow. Es gilt ein neues Zuhause für den ein oder anderen Vierbeiner zu finden. Bleiben Sie dran. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Hallo liebe Zuschauer, ich bin heute in Altentreptow in dem Tierheim und würde Ihnen gerne ein paar Hunde vorstellen. Heute fangen wir mit der Dina an. Die ist seit, wie lange ist Dina jetzt bei uns? Ungefähr seit 2 Monaten ist sie bei uns. Wir haben sie durch eine Zeitungsannonce bekommen. Dort war die Anzeige Verschenke Hund und das macht uns immer ein bisschen stutzig, gerade mit 11 Jahre alt. Und sind dann kurze Zeit später hingefahren dort, wo die Frau gelebt hatte.
und ja, haben sie dann zu uns genommen. Und was macht Dina jetzt als Hund aus? Dina ist sehr menschenbezogen, sehr freundlich, sehr kontaktfreudig zu Menschen, ob klein, ob groß. Sie liebt Schmuseeinheiten über alles und ist auch, also mit Katzen hat sie keine Probleme, mit Rüden auch nicht, nur bei Hündinnen ist sie ein bisschen zickig. Und wie sieht es mit Kindern aus? Mit Kindern kommt sie auch gut zurecht. Ne, das ist, wie gesagt, bei Menschen, ob klein, ob groß, die liebt sie über alles. Einer der Rüden, mit denen Dina klarkommt, das ist der Carlo. Und den schauen wir uns jetzt einmal an. Carlo ist ein Terrier-Mischlingsrüde und wurde im Oktober gefunden. Er wird 10 bis 12 Jahre alt geschätzt. Carlo ist ein sehr ruhiger Hund und verträgt sich mit Artgenossen. In manchen Situationen ist er etwas unsicher, aber mit ein paar Streicheleinheiten legt sich dieses auch wieder. Ich sitze jetzt hier mit der Tierheimleiterin und ihrem Mann, Frau Schwabe. Und die Frau Schwabe hat mir jetzt die Elli mitgebracht. Was können Sie uns denn über Elli so erzählen? Elli kam als Fundhund zu uns 2015. Wir stellten dann sehr schnell fest, dass sie gar kein Fundhund war, sondern dass die Leute einfach einen Hund entsorgen wollten. Wir haben dann Elli sehr gut vermittelt gehabt, so haben wir es zumindest gedacht. Dort gab es aber dann nachher, weil die junge Frau sich nicht ausreichend um Elli gekümmert hat, Beißvorfälle. Wir haben dann 2016, wir haben dann Hilfe angeboten, haben 2016 gerade zu Weihnachten Elli dann wieder zurückgenommen. Es war der Verdacht, dass Elli eventuell einen Tumor im Gehirn hat, weil die Beißattacken so spontan gekommen sind, dass auch den Trainern das nicht, gerade bei einem Labrador, der ja eigentlich recht lieb ist, eben nicht so sicher war, warum das eben ist. Wir haben dann einen Spendenaufruf gemacht, haben viele Spenden für Elli gekriegt. Dann wurde Elli ins MRT nach Güstrow gegeben. Dort stellte man fest, kein Tumor. Und dann haben wir angefangen, mit den Trainern zu arbeiten. Denn Elli ist vom Prinzip ein sehr unsicherer Hund, der in seinem Leben viel mitgemacht hat, der jetzt eigentlich Leute braucht, die ein gutes Händchen und gute Erfahrungen mit Tieren eben haben. Ne? Wir wünschen uns eigentlich für Elli ein Zuhause. Sie ist zwar kinderlieb, aber wo keine kleinen Kinder sind, ein Ehepaar, nach Möglichkeit oder ein Paar, was auch zu viel Zeit für Elli hat, dass Elli auch nicht viel alleine ist und dass sie drinnen und draußen leben kann, das wäre für uns ein Traum. Denn sie hat zu meinem Mann und mir eine ganz, ganz starke Bindung aufgebaut und wir können wirklich sagen, sie hat sich aus diesen Beißattacken heraus, die hat es in letzter Zeit überhaupt nicht gegeben, hat sie sich sehr, sehr gut entwickelt. Im Tierheim Alten Treptow gibt es auch Notfälle. Das zeigt uns als nächstes die Maika. Maika ist eine Schäferhündin. Sie kam ins Tierheim, weil ihre Besitzer ins Pflegeheim gekommen sind. Maika ist eine sehr liebe, kontaktfreudige und menschenbezogene Hündin. Sie leidet beiderseits unter einer Hüftdysplasie. Die Hundedame mag kurze Spaziergänge und danach ausgiebige Kraul- und Schmuseeinheiten. Maika ist bereits 13 Jahre alt und sucht für ihr restliches Leben ein ruhiges Zuhause. Wir haben uns ja jetzt ein paar Hunde angeschaut, ja, aber auch Katzen hier. Wie viele wären das denn so ungefähr? Wir haben so zurzeit circa um die 60 Katzen. Eigentlich dürfen wir laut Veterinäramt nur 28 haben, weil wir nur die Fläche danach haben. Aber in diesem Jahr ist es gerade so im Herbst, als wenn wir eine wahnsinnige Katzenschwemme haben. Vor allen Dingen Katzenwelpen, wie Sie so hier sehen, sind unwahrscheinlich viele bei uns. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn eben Leute kommen würden und auch mal nach dem einen oder anderen Kätzchen sehen würden, wenn sie sich dafür interessieren. Wir haben sie in allen Farben, wie Sie sehen, von weiß bis schwarz oder bunt oder grau. Sie haben jetzt einige Hunde und Katzen gesehen. Kommen Sie einfach ins Tierheim Alten Treptow vorbei und schauen Sie sich alles an. Die Türen sind jederzeit offen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen. Drei, zwei, eins, null. Gute Nachrichten für alle Autofahrer in Neubrandenburg.
Die Brücke der Wiener Straße ist wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Ein sehr komplexes Bauvorhaben, sagt Straßenbauamtsleiter Jens Krage. 30 Institutionen waren beteiligt. 2003 erfolgte die Fertigstellung des ersten Ersatzbaus, über den in den letzten Monaten ausschließlich der Verkehr floss. Mit dem Bau des zweiten Ersatzbaus wurde im Sommer letzten Jahres begonnen. Zwischen Feststellung der Notwendigkeit und Baubeginn zogen einige Jahre ins Land. Ein Umstand, der Neubrandenburg nicht immer für Verständnis sorgte. Wir haben hier zum einen die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn zu gewährleisten gehabt, natürlich auch mit der Stadt Neustrelitz, mit der Stadt Neubrandenburg und den Stadtwerken Neubrandenburg. Es sind ja neben den Leistungen der Deutschen Bahn auch viele Versorgungsleitungen gewesen, die mit umverlegt werden mussten. Und diese Planungsleistungen sind natürlich über Jahre hinweg vorbereitet worden, sehr umfangreich. Und neben dem Ersatzneubau jetzt hier an dieser Stelle waren natürlich auch die beiden alten Brücken noch aus den Jahren 1959 und 1972 abzubrechen und dann natürlich auch die Behelfsbrücke noch zu errichten. Und all das hat natürlich so seine Zeit gebraucht. Ja, das ist so eine der prominentesten Baustellen, weil sie eben so lange gedauert hat und diese Behelfsbrücke nicht gerade eine sehr schöne war und das Stadtbild dann auch geprägt hat. Also für die Bürgerinnen und Bürger war das immer ein heißer Diskussionspunkt. Umso glücklicher sind wir, dass es jetzt beendet ist. Maßnahmen, die sich auf Gesamtkosten von ca. 12 Millionen Euro summieren. Im Frühjahr folgt die Aufbringung der permanenten Straßenmarkierung und ein Treppenaufgang für den Fußgängerweg. Im Mai 2018 kann dann auch diese Neubrandenburger Baustelle vollständig zu den Akten gelegt werden. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Wie das Wetter auch wird, hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Liebe Zuschauer, das war sie, unsere aktuelle Sendung. Schön, dass Sie dabei waren und schön, wenn Sie auch das nächste Neu-Einschonal wieder einschalten oder anklicken. Ab Freitag, den 8. Dezember, abends 18 Uhr, im Kabel oder im Internet. Egal wo und wie, ich freue mich auf Sie. Tschüss. Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause. Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde, groß und klein, jung und alt, auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet.
Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus. Egal, wann Sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender. Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr? Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr.